Der Replayer kann nicht nur einfach Videos, Musik und Bilder wiedergeben, sondern bietet darüber hinaus weitere nützliche Funktionen, um Multimedia-Dateien zu verwalten und zu bearbeiten. Den hauseigenen Player bietet Real Networks in zwei unterschiedlichen Versionen zum Download an. Die Grundfunktionen stehen sowohl für die kostenpflichtige Plus-Version als auch für die Freeware zur Verfügung. Hierzu zählen das Herunterladen von Videos mithilfe des integrierten Downloaders, das Konvertieren von Dateien in ein anderes Format, das Kopieren von Inhalten auf Smartphones und anderen Geräten, das Brennen von Dateien auf eine CD, die Wiedergabe von Multimedia-Dateien, die Verwaltung von Videos, Musik und Bildern in der Bibliothek, die Bearbeitung von digitalen Inhalten und die Weitergabe von Videos über YouTube und Twitter. Damit können Nutzer auch ohne Bezahlung auf die wichtigsten Funktionen zurückgreifen. Jedoch muss man beim kostenlosen Basic Player auf einige Sonderfunktionen verzichten, die Real Networks der Plus-Version spendiert hat. So kann man Videos aus dem Netz bis zu dreimal schneller auf den Rechner herunterladen. Auch bei der Übertragung von Multimedia-Inhalten auf andere Geräte steht den Nutzern eine höhere Performance zur Verfügung. Dies gilt im Übrigen auch für die Konvertierung. Während die Freeware vom Replayer Dateien nur auf eine CD brennen kann, können mit der Plus-Version auch DVDs beschrieben werden. Zudem verspricht der Hersteller eine bessere Wiedergabequalität und bietet zusätzliche Funktionen im Bereich der Audio- und Videosteuerung. Auch bei der Darstellung stehen verschiedene Modi zur Auswahl. Für Besitzer von Schallplatten und Kassetten bietet die Plus-Version die Möglichkeit, die analoge Musiksammlung komfortabel zu digitalisieren, um sie auf dem PC oder einem mobilen Gerät zu genießen. Mit der als letztes aufgelisteten Sonderfunktion kann man auf Wunsch die eigene Bibliothek im Replayer ausdrucken oder als PDF-File exportieren, um seine Multimedia-Sammlung zu verwalten. Zwar stehen die Sonderfunktionen nur der Plus-Version zur Verfügung, aber bereits die kostenlose Variante bietet einen großen Funktionsumfang. Neben der reinen Wiedergabe können auch hier Dateien konvertiert, bearbeitet, verwaltet und auch aus dem Netz heruntergeladen werden. Egal für welche Version man sich letztendlich auch entscheidet, mit dem Replayer holt man sich einen Player auf den Rechner, der alle gängigen Formate unterstützt und jede Menge nützliche Features bietet.